speziellen Angriff drehen sie sich um ihre eigene Achse und schlagen härter zu. Auch wir werden weitere Fähigkeiten erlernen, wenn die Zeit gekommen ist und wir genug Erfahrung gesammelt haben. Okay. Die Fähigkeiten benötigen Mana, also achtet stets auf eure Mana-Anzeige. Wenn der Feind sein Mana aufgebraucht hat, kann er nur noch Standardattacken einsetzen. Wieso besitzt ihr eigentlich noch keine Fähigkeit? Ihr seid doch ein mächtiger Held, der schon alles erlebt hat. Nun ja, also, kommen wir zu einem anderen Thema. Stärkere Gegner lassen sich am besten in Gruppen bezwingen. An euren Partymitgliedern und sonstigen Verbündeten könnt ihr vorbeilaufen, um euch zu positionieren. Gegner und schlafende Charaktere blockieren euch jedoch. Und immer schön daran denken, wenn ihr auf einer offenen Straße attackiert, müsst ihr damit rechnen, einigen Schaden mehr einzustecken. Okay. Offene Straße, offene Straße. Intelligenterweise wäre es von hier aus zu attackieren und den Pilz versuchen. Oh. Wir haben gar den Helden hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Verteidigen. Und die Runde mit erhöhten Verteidigung. Okay. So, und damit, aua, kommen wir jetzt langsam in das Spielgeschehen auch mal rein. Ich glaube, ich nehme den kleinen Pilzen. Der ist schon mal Geschichte, das ist gut. Vielleicht sollten wir uns... Achso, das ist er hier wieder, ne? So, damit hätten wir den Pilz eliminiert. Ah ja, da oben links wird es uns angezeigt, den wir gerade haben. Wunderbärchen. Damit haben wir die drei Pilze schon mal erledigt. So, allerdings die Heiltränke und so weiter. Normale Spielgeschwindigkeit. Ah, doppelt so schnell? Nee, das ist Quatsch. Wo sollen denn die Heiltränke und alles sein? Charakter. Ah, da ist ein Heiltrank. Okay, Tränke. Gut, Waffen etc. Kann ich den jetzt irgendwie nehmen? Irgendwo draufziehen oder Doppelklick? Ach, Rechtsklick. Dann benutzt er den Trank. Okay, jetzt haben wir eine leere Flasche über. Das ist okay. Nee, das wollten wir jetzt nicht, sondern aus dem Menü wieder raus. Exit? Irgendwo? Ich würde das Menü wieder gerne schließen wollen. F1. Ach, mit F1 können wir es öffnen und schließen. Okay. Da vorne ist eine Kiste, die sollten wir plündern. Was haben wir darin? Feine Lederjacke. Okay. Was haben wir da? Eine feine Lederjacke, die wie geschaffen für euch ist. Wollt ihr noch ein paar halbgöttliche Ratschläge über Rüstungen hören? Also gut. Partymitglieder besitzen verschiedene Rüstungstypen. Jungfrauen zum Beispiel nutzen Stoff, was eher etwas fürs Auge bietet. Seine halbgöttliche Wenigkeit dagegen kann Plattenrüstungen tragen. Ihr könnt dafür immerhin Leder nutzen. Im Charaktermenü zieht ihr mit der rechten Maustaste die Rüstung an. Mit besseren Rüstungen senkt sich der Schaden, den ihr bei Treffern einstecken müsst. Magische Rüstungen können sogar Attribute steigern. Denkt daran, ihr könnt nur Sachen an- oder ausziehen, wenn ihr am Zug seid. Okay, interessant. Warum geht jetzt der Monitor hierher? Keine Ahnung. Wir müssen doch zu der Prinzessin. Kommt Dings nicht mehr mit dir oder was? Muss ich die jetzt alleine lenken?
Also irgendwie ist mir das ein bisschen kurios gerade. Und da scheint mir auch noch was zu liegen zum Plündern. Ein Heiltrank erhalten. Sehr nice. So, aber ich würde sagen, wir gehen Richtung Jungfrauen jetzt mal hier hoch. Die ja um Hilfe schreien. Wahrscheinlich laufen wir jetzt wieder alleine. Okay, warten, Taste A. Ach, und jetzt steuern wir ihn. Interessante Sache. Ja, sorry, also ich muss mich auch noch ein bisschen so ins Spiel reinbuseln. Okay, also Runde beenden. Jetzt kommen die Pilze da hinten angelaufen. Okay, sollen sie erstmal. Vielleicht gehen wir mit ihm hier erstmal Richtung Jungfrau und der Kiste. Nee, jetzt. Hä? Ich kann nur hier rumrennen. Na super. So, dann machen wir erhöhte Deckung. Und unser Holy Avatar, der wird hier jetzt auch auf die Wiese gehen. Nee, der kann es gar nicht. Der geht dann in den Busch. Okay. Bisschen komisch das Ganze. Müssen wir jetzt diesen blöden Pilz da bekämpfen? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt sind wir dran und stehen 100 Kilometer entfernt. Das ist schon mal wundernice. So, toll. Müssen wir erst hier hoch oder was? Ah ja, dabei läuft er uns jetzt wieder nach. So, du machst Deckung und er hier kommt auch mal her. Und macht auch Deckung. Alle drei auf ihn. Gibt es hier so einen Rundumschlag? Das wäre cool. So, du schlägst ihn hier erstmal. Dann kann, ja, kann ich nochmal schlagen? Nee. Gut, dann würde ich sagen, in Deckung gehen. Und jetzt bist du dran. Du könntest theoretisch... Nee, das blockiert hier. Hä? Der Holy Avatar macht wohl gar nichts, oder was? Ach, jetzt mal, okay. Dieses Auto wechseln ist so ein bisschen, naja, von der Steuerung her. So, du schlägst ihn hier. Und der Holy Avatar haut ihm eins über die Mütze. Okidoki, da kommt noch ein Pilz an. Und will eins auf die Mütze. Na, das war doch schon mal sehr nice. So, jetzt sollten wir eigentlich die Kiste hier looten können. Und bekommen Gold. Na, juppie. Ah ja, und jetzt müssen wir dahin. Am besten ins Gebüsch. Ach, können wir gar nicht. Wie? Okay, du gehst in Deckung. Dann du kommst auch mit. Sehr nice. Ist auch mal in Deckung. Könnten wir uns hier hinstellen und einfach mal draufhauen. Sehr nice. 10 Erfahrung. Wunderbärchen. Jetzt müssten wir uns eigentlich wieder frei bewegen können, ne? Nur die Frage, wo müssen wir hin? Hier kommen wir nämlich wieder zum Anfang vom Ganzen.
Und wir müssen doch die Königin retten. Königin, sag ich schon, die Jungfrau. Also wirklich. So, können wir jetzt hier lang oder wie sieht's aus? Ich würde doch gerne mal die Jungfrau retten. Macht euch keine Sorgen. Wir haben heute schon einige Pilze erledigt. Hey, beeilt euch! Ich glaube, die Pilze bekommen langsam Hunger auf meine Jungfräulichkeit. Mein geliebtes Reittier wird sie nicht lange aufhalten können. Oha. Rennt herüber zu uns. Hier seid ihr in Sicherheit. Nicht. Die Pilze haben mich umzingelt und ich habe so eine Angst. Bitte, Holy Avatar, rettet mich. Holy und ich werden versuchen, euch da rauszuholen. Beeilen wir uns besser. Wir können sie gut für unsere Gruppe gebrauchen. Passt auf, dass sie nicht stirbt. Oh, auf einmal ist sie also doch wichtig. Na dann los, retten wir die Jungfrau. So, neue Feinde haben wir wieder und ich weiß gar nicht, können wir sie jetzt auch mitlenken? Hier haben wir so eine Art Reittier. Kann das hier auch angreifen? Nein. Kann sie angreifen? Wohl auch nicht. Naja dann. Auf sie mit Gebrüll, würde ich sagen. Vielleicht erstmal die Kiste hier looten. Oder wir haben keine Punkte mehr. Okay, dann gehst du mal kurz in Deckung. Und der Holy Avatar wird jetzt auch hier hoch marschieren. Aber bitte ein bisschen mehr Deckung. Genau. Oh, der Vogel und sie greifen jetzt auch die Pilze an. Mein geliebtes Choco-Chick, haltet durch! Choco-Chick. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Final Fantasy oder so, ne? Da gab es doch auch solche Hühnchen. Oha, oha. Alter Finne. Ist aber gar nicht nett. So, wir haben die Kiste gelootet. Okay. Jetzt könnten wir eigentlich mal die Rüstung anlegen. Rechtsklick hat er gesagt. Okay. Nein, nicht Escape, sondern F1. So, und dann werden wir mal hier in den Busch rennen. Möglichst schnell. Er ist schon wieder erschöpft. Okay. Dann der Holy Avatar rennt mal hier lang. Und versucht möglichst jetzt schnellstens zu dem Pilz zu kommen. Oha, es kann jetzt auch ziemlich derb in die Hose gehen. Dann müssen wir es nochmal machen. Okay, aber sie erledigen auch schon einige Pilze. Sehr gut, jetzt kriegt der Holy Avatar von ihm was ab. Er hat einen Mist gemacht, das ist gut. Oh, von hinten. Das ist nicht nett. So, jetzt können wir hier in den Busch rennen und können den Pilz hier angreifen. So, der Holy Avatar wird das gleiche tun auf der anderen Seite, denke ich mal. Ins Gebüsch und gib es ihm. Jawohl, damit haben wir einen Magierpilz weg, glaube ich. Oha, ich hoffe, dass das Hühnchen wird da durchhalten. Alter Finne. Okay, wir sollten ihn hier eliminieren. Nee, ihn eliminieren, sagte ich. So. Dann könnte der Holy Avatar vielleicht den Pilz hier hinten eliminieren. Und drauf auf ihn. Ah, dammit, hat nicht ganz gesessen. Also sie gehen jetzt mehr auch auf uns los. Das ist gar nicht schlecht. Weil dadurch, kriegen das Hühnchen und die Jungfrau weniger Schaden ab. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory. Okay. Oh, er hat zweimal Attack. Was ist mit mir passiert? Aber es hat gut getan. Ihr wurdet Zeuge eurer Obsession. Etwas ganz Natürliches, das in jedem...